Hallo liebe Puppen, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Lies of P. So, es geht weiter mit unserem allseits beliebten Püppchen. Und wir machen uns jetzt weiter auf zum Rathaus von Grat. Nicht Hotel Grat, Rathaus von Grat. Ich habe mir das letzte Mal eine neue Waffe zusammengebastelt. Die ist nicht besonders lang, aber vielleicht haut sie ordentlich rein. Alles Trial and Error. Einfach ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Es ist wie in jedem anderen Souls-like. Ihr habt die Möglichkeit, so viel zu experimentieren, wenn es das Spiel natürlich hergibt. Und dann können wir auch einfach sagen, hey, die Waffe, die finde ich gut oder die nicht. Und dann baller ich dann einfach mal die hier drauf. Alter, der hat geblockt. Und ich habe ihm fast die komplette Lebensleiste runtergezogen, obwohl er geblockt hat. Alter, der Knüppel haut aber rein wie Sau. Geilo. Nee, ich muss sagen, ich finde die Waffe sehr gut. Da ich die jetzt noch ein bisschen aufgepimpt habe auf +2. Soll mir einer mal das Wasser reichen jetzt hier, ne? Na komm, Doggy. Was ist los? Hä? Willst du? Ich habe mir der Falle erledigt. Aber dafür gibt es kein Achievement, oder was? Frechheit. Okay, Attribut Reinigungsampulle. Die habe ich übrigens auch mal ausgerüstet. Falls ich jetzt unter Elektro-Giftschaden oder Feuerschaden oder was auch immer für Schaden leide. Elementarschaden halt. Au. Hey du. Hallo. Rede mit dir. Ja, wer nicht hören will, muss fühlen, ne? Die Gegner auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Komisches Gekritzel. Kann ich nicht lesen, Mann. Was ist hier denn passiert? Alter. Okay, das sieht eher gruselig aus. Geil. Irgendwie cool. Machen wir mal den Shortcut hier auf. Gut, das hätten wir. Da liegen Leichen rum. Sadly, aber denen ist leider nicht mehr zu helfen. Weil wir wollen ja ein guter Junge sein. So, das dürfte das Rathaus hier sein, glaube ich. Da rechts ist noch ein großer Gegner. Hier ist auch noch was. Ein Lebewesen, keine Puppe. Gradnachrichten, Ausgabe 1124. Die Ambition von Mr. Benigni, eine lebendige Polizeimaskottchenpuppe für das Rathaus anzufertigen, scheiterte. Sein Wunsch, einen vertrauenswürdigen Freund für die Bürger und einen starken Polizisten zu erschaffen, der kriminell überwältigt, ging zwar in die richtige Richtung, erwies sich aber als übertrieben. Der aufgeladene Akku der neuen Polizeitruppe überschritt seine Kapazität, was Kettenexplosion, Fehlfunktion und schwere Körperverletzung zur Folge hatte. Der Stadtrat schlug vor, die Puppe mit der Begründung zu entsorgen, dass ihr Aussehen die Bürger einschüchtert, aber Herr Wenigny und die Steuerzahler protestierten und verhinderten den Plan des Stadtrats. Bis heute liegt die Puppe verlassen hinter dem Rathaus, während der Rechtsstreit noch offen ist. Das Interesse hierbei ist, dass die Puppe selbst dann, wenn sie unbeaufsichtigt ist, einige ihrer Maskottchenrollen ausführt.
Sie ist besonders bei Kindern beliebt und scheint sogar auf das Spielen der Kinder zu reagieren. Das führt jedoch dazu, dass mehr Kinder aus den Slums ins Rathaus kamen, was den Besuchern Unannehmlichkeiten bereitete. Der Stadtrat erwägt, die Puppe nur noch gelegentlich einzusetzen, um den Zugang zu beschränken. Das könnte Das könnte höchstwahrscheinlich der Fall sein, dass wir den nächsten Bossfight vor uns haben. Es klingt sehr danach. Diese Polizeipuppe anscheinend. Noch jemand hier? Ja. Hallo. Ist dein Kopf eigentlich geblieben? Oh nein. Nehmen. Geblockt. Zähl nix. Start. Ich habe 4 von den Ampullen gar nicht gesehen. Dass ich jetzt mehr tragen kann. Sternfragment. Geil. Das will ich mal ausprobieren bei Zeiten, dieses Sternfragment. Oh no. No survivors here. What do we do? Just give her that baby puppet? Ah, die Quest, ne? Moment, dann gehe ich nochmal zurück und gebe ihr die Puppe. Ich könnte den Stargazer nutzen oder ich laufe einfach zurück. Ich glaube, so ein weiter Weg war das nicht. Einfach nur über die Brücke und dann in die Richtung, wo der Polizist vorher war. Ja. Was haben wir denn antworten, wenn sie uns fragt, was passiert ist? Ja, alle tot, ne? Ah, guckt euch mal an, wie cool das hier aussieht. Mit diesen Schienen und so. Die Berge im Hintergrund. Das komplette World Design dieses Spiels ist einfach großartig. Und nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar läuft das Spiel nicht auf der Unreal Engine 5, sondern auf der Unreal Engine 4 noch. Das liegt daran, dass die Entwickler, glaube ich, gesagt haben, sie wollen mit der Unreal Engine 4 arbeiten. Weil die wesentlich mehr Möglichkeiten bietet. Entwickler und ich glaube, das Entwicklertool für die Unreal Engine 5, dass die da noch nicht so drin sind, aber ich weiß nicht den genauen Wortlaut. Beziehungsweise, warum sie genau die Unreal Engine 4 genommen haben. Ich glaube, irgendwas in der Richtung war es, aber nagelt mich nicht drauf fest. Müsste ich nochmal raussuchen. Oh, Hund. Und die. So, und sie war hier oben. You found her, kind one. I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. There, my baby. I missed you so much. What do you think? Isn't my baby adorable? Sie ist ein süßes Menschenbaby. Das ist deine Puppe. Ist ein süßes Menschenbaby. That's right, kind one. Ich hab gelogen. You granted me my only wish. Ich hätte eigentlich gerne die Wahrheit gesagt, aber ich glaube, dann würde sie komplett in sich zusammenfallen. Sie ist in ihrem Wahn und. Na komm, lassen wir mal. Thank you so much, kind one. Vielleicht gibt sie mir noch was.
Please accept my heartfelt gratitude. Spiel. Schallplatte abspielen. Schallplatten, die du während des Spiels erhältst, können mit dem Grammophon im Hotel abgespielt werden. Du kannst die Musik auf den Schallplatten anhören, um Menschlichkeit zu erhalten. Alles klar. Was haben wir denn noch bekommen? Ich kann das gar nicht nutzen, ein Meteorfragment, das in verschiedenen Teilen von Krat gefunden werden kann. Es kann am Rissruf vor einem Bossbereich verwendet werden, um ein Gespenst zu beschwören. Rissruf ist wahrscheinlich der Eingang vom Boss, ne? Vielleicht funktioniert es deswegen nicht. Enigma-Montagewerkzeug. Ein Werkzeug, mit dem die Klinge und Griff einer Waffe montiert und zerlegt werden können. Waffenmontage ist bei Stargazern und Eugene möglich. Wenn es mit einem nichtmenschlichen Feind zu tun hat, muss man auf den gesunden Menschenverstand verzichten. Die Werkstatt und die Stalker stellen verschiedene Klingen und Griffe zusammen und konzentrieren sich auf die Herstellung der besten Waffen. Okay. Ne? Irgendwas Neues? Ne. Jetzt würde ich das ja sehen. Ausrüstung. Gesten. Ah, hier die Schallplatte. Edel. Okay. Das war's dann, ne? Gehen wir mal wieder zurück und gehen ins Rathaus. Aber wir laufen hin, ist ja nicht so ein weiter Weg. Ich kann ja nur nicht so lange rennen. Aber die Ausdauer geht ja zum Glück wieder schnell hoch. Ja, die Waffe hat... Entschuldigung. Die Waffe hat jetzt nicht so eine enorme Reichweite. Ich habe ja eigentlich gerne Waffen, die halt Reichweite haben. Aber wir haben jetzt auch keine Waffe. Also ja, die Waffe hatte schon ein bisschen Reichweite auf jeden Fall. Aber ich glaube, da wir jetzt Stärke oder Schlagkraft auf Kosten der Reichweite einbüßen, ist das auch erstmal okay für den Anfang. Gucken wir mal, wie das dann aussieht. Ich habe jetzt noch... Ich wollte gerade nochmal zum Hotel zurück und leveln, aber... Ja, komm. Gehen wir erstmal hier rein. Hallo. Guter Mann, können Sie mir weiterhelfen? Ich suche... Hey! Bastard! Au. Es ist elektrisch aufgeladen. Geil. Öffnen. Amulett des Puppenzerstörers. Wir können ja zwei Amulette ausrüsten. Gucken wir mal, was das macht. Erhöht den Schaden, der Puppe zugefügt wird. Ein Amulett, das an einer Puppe angebracht werden kann. Für die Bewegung nützliche Informationen und Erinnerungen können an das Symbol eingeprägt werden und besondere Kräfte hervorzurufen. Zerquetschen, zerdrücken, vernichten. Die Scharfsrichterpuppe konnte weder den Grund noch die Bedeutung. Sie erfüllte ihre Rolle. Okay. Rüst es mal aus. Wenn es heißt, dass es den Schaden gegen Puppen erhöht, will das etwa heißen, wir werden später noch gegen, naja, menschliche Gegner antreten oder gegen Monster oder sowas? Könnte ich mir auch gut vorstellen, aber... Sick. Spenst. Benutze ein Sternfragment beim... Ah, hier ist es. Beim Rissruf neben dem Bossbereich, um ein Gespenst zu beschwören. Es wird deinem Charakter im Bosskampf helfen. Ach was. Also heißt es, hier ist der Bosskampf schon direkt. Zass. Gut. Hier ist ja nichts mehr.
Dann hätte ich nämlich den Vorschlag gemacht, ich gehe nochmal zum Stargazer zurück. Also ich mache das jetzt offscreen. Geh nochmal zum Stargazer zurück, geh nochmal kurz leveln. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Dann werden wir den Bosskampf machen, ne? Also, bis gleich. So, ihr Püppchen, da bin ich wieder. So. Ich hatte noch ein bisschen Trouble mit den Gegnern hier. Die hauen mich halt ordentlich in die Pfanne. Benutzen wir einfach mal sowas. Ich möchte mal gerne sehen, was passiert. Funkel, funkel, aber... Oh. Okay, dann gehen wir mal zum Boss. Oh Gott. Okay, der hat Elektro, das heißt, mein Stab bringt nichts, glaube ich. Oh, die Musik wieder. Oh Gott. Na geil. Ich bin gleich tot. Schon. Hä? Warum kann ich ihn nicht angreifen? Zwei Bosskämpfe hintereinander ist doch einer zu viel. Ach du Kacke, ist der hart. Boah, jetzt muss ich auch noch den langen Weg wieder auf mich nehmen. Aber ich bin dumm, ich habe doch einen Shortcut geöffnet, warum gehe ich nicht hier lang? Bin richtig hängen geblieben. Hier einfach die Gegner skippen. Aber dass ich dann noch jemanden rufen kann, das finde ich gut. Hä? Warum siehst du ihn denn an? Genau. Genau. Guck mal, wie viele Lebensenergie ich jetzt schon verliere. Nur wegen diesen Hanswürsten hier. Braucht mehr Ausdauer, glaube ich. Ah, das fliegende Schwert. Wer kennt's nicht? Gibt es nicht! Immer in meinen Angriff! Fuck you! Guckst du euch an! Was zum Henker? Aber der hat mir echt gut geholfen! Ich spawn hier nochmal! Ich habe ja voll viele davon! Warum nicht? Was soll's? Der kriegt jetzt schön ordentlich aufs Maul. Ja, das könnte ich gebrauchen, um mich zu heilen. Ich will das aber gerne auf einen anderen Slot legen. Und zwar hierhin. Halt.
Perfekt. Gut, let's go. Daneben. Genau. Konzentriere dich mal auf den da. Oh, warte. Mist. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nö. Ja, er ist geschafft. Eliminated. Kern. Das P-Organ. Ah, jetzt habe ich was bekommen. Nehme ich schon mal Alter, ich habe 7000 Ergo. Das hat mir echt geholfen, dass ich den spawnen kann. Mega gut. Boah, aber was ein Gegner. Holy shit. Das Spiel ist hart. Aber es macht auch Spaß, wenn man einfach einen Gegner besiegt hat und dieses Glücksgefühl von wegen, ah, ich habe ihn geschafft. Das gibt dir kein anderes Spiel. Also, ich finde, ja, kein anderes Spiel ist nicht richtig, aber es ist halt so, das löst bei mir wirklich diesen Endorphin-Rush aus. So, was habe ich denn da bekommen jetzt? Ah, Quatsch. Asche. Ergo eines gebrochenen Helden. Ergo ist aus den abgewrackten Wächter stammt. Es ist von immenser Macht erfüllt. Ein Schatzsucher könnte dieses seltene Ergo brauchen. Der Wächter verzog sich und löste sich von den Wünschen der Erwachsenen. Allerdings vergaß er nie die Kinder, die ihn als ihren Freund betrachteten. Es klingt fast danach, als könnte ich die Ergos benutzen, ähnlich wie in den Souls-Spielen, um Waffen herzustellen. Deswegen behalte ich die. Jetzt ärgert es mich aber, dass ich das von dem anderen Typen schon verbraucht habe. Von dem ersten Boss, ne? Aber gut, ja, 5000, ja, okay. Nee, bewahre ich mir auf. Was noch? Da. Tauschmaterial in Legionswaffe Hauptteil. Der zentrale Kern des abgewrackten Wächters, eine Legionswaffe mit immenser Kraft, kann von Eugene oder von Vinignys Werkstattmaschine hergestellt werden. Der Plan des Wächters des Rathauses von Krat scheiterte letztendlich. Der Wächter, dessen Batterie angeschwollen und dessen Rücken furchtbar verbogen war, wurde zum wütenden Richter und fegte durch den Elysion Boulevard. Kern. Ein Schlüsselteil, das das P-Organ aktivieren kann. Das Aktivieren des P-Organs ermöglicht die Ausstattung mit Quarz. Das P-Organ ist die Quintessenz der Puppenkunst des genialen Handwerkers Geppetto. Seltene Teile sind nötig, um ein solches Gerät zu entwickeln. Hier ist alles beim Alten, da ist noch was. Ah, für eine Offiziershandpuppe aus Holz. Ein unförmiges Spielzeug aus Holz, geschnitzt und bemalt. Es hat einen seltsamen Buckel, aber es wurde offensichtlich mit Sorgfalt hergestellt. Winter. Von den Erwachsenen verlassen, ließ die Kinder ihre Kindheit los, um zu überleben. Frühling. Die kaputte Holzpuppe beschloss sich dem Pfeifen der Kinder an,
Er schloss sich dem Pfeifen der Kinder an und brachte sie wieder zum Lachen. Sommer. Die Kinder erschufen Murphy, indem sie Holz schnitzen und ihn mit gestohlener Farbe bemalten. Herbst. Murphy, der Murphy geschenkt bekam, ließ ihn nie wieder los. Murphy, der Murphy geschenkt bekam. Alles klar, okay. Cool. Ja. Geschafft. Der Boss ist geschafft. Da leuchtet noch was. Gucken wir mal, was das ist. Verlassene Pfeife. Ne, verblasste Pfeife. Entschuldigung. Kann noch nicht mehr lesen. Hier. Eine verblasste Polizeipfeife. Sie ist durch den Gebrauch glatt geworden. Die Kinder pfiffen nach ihren Freunden. Man mag ihnen als Versager abgetan haben, aber zumindest in diesem Moment war er der Polizist der Kinder. Es wiegt alles so schwer. Es ist massive Sadness, die das Ganze hier ausstrahlt. So, ist hier noch was? Ja. Winignys Reiseführer. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Krat, die Fabrik wurde von den Puppen besetzt. Was auch immer die Ursache ist, verantwortlich dafür ist die Firma Venigny. Ich, Lorenzini Venigny, ziehe allein los, um die Teufel aufzuhalten. Die Fabrik ist zurzeit sehr gefährlich. Halten Sie sich von ihr fern und bleiben Sie in Sicherheit. Den Rest überlasse ich Mr. Geppetto, dem ich mehr als jedem anderen vertraue. Gott sei uns aller gnädig. Grüße, Lorenzini Venigny. Venigny. Ja, anscheinend ist das alles so ein bisschen auf seinem Mist gewachsen, wa? Puh, I think we're done here, pal. Back to the hotel. Was steht da? Du willst den Schlüssel zum Innen... Was? Du willst den Schlüssel? Zum Innenhof des Rathauses Krat. Ja, wo kriege ich den Schlüssel denn her? Hier geht's ja irgendwie nicht weiter von mir. Oder muss ich zurück und Geppetto gibt mir den Schlüssel? Welcher hat der denn ja? Gut, dann gehen wir mal wieder zurück zum Hotel. Oh, halt, da ist noch was. Da kann ich die Pfeife abgeben. Okay, machen wir. Ich wusste gar nicht, dass ich das irgendwie, dass das irgendjemand sucht. Hatte keiner irgendwie erwähnt oder so. Er vielleicht? Hier, der Dude? For your information, I didn't... Ich weiß nicht, wer das brauchen könnte. Pfeife. Ist noch jemand, mit dem ich reden kann? Was sagt mir die Pfeife denn nochmal? Eine verblasste Polizeipfeife. Kinder pfiffen nach ihrem Freund. Benutzen. Vielleicht muss ich die irgendwo benutzen. Hm. Okay. Aber darum kümmern wir uns später. Wir gehen jetzt erstmal zum Hotel zurück. Wir sind noch mit Geppetto talken und dann gebe ich nochmal mein Ergo aus, was ich gesammelt habe. Für Levelaufstieg und Co. Ja, mein Mikrofonhalter ist so im Arsch, das gibt's nicht. Richtig, richtig unangenehm. Das sinkt hier alles die ganze Zeit ab. Sorry, dass ich das jetzt hier in der Aufnahme mache, aber irgendwie habe ich noch nicht so die Zeit gefunden, das mal irgendwie Angriff zu nehmen. Aber ich glaube, ich brauche einfach mal irgendwann einen neuen. Okay. Dann suchen wir doch erstmal Geppetto. Wo ist der? You saved Geppetto. Wonderful. He is on the second floor.
He can hardly wait to see you. Wo ist denn Vater? Ah, die Tür hier ist jetzt offen. Nice. Hier waren wir noch gar nicht. Ist das eine Werkstatt? Ah, you've returned. Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me. Even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please go save him and shut down the factory. Organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need. Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people. And always be a good boy to me. Okay. Also kann ich Leute sagen, geh zum Hotel Krat, die ich vertrauenswürdig erachte. Könnte es das Hotel vielleicht sogar ins Unglück stürzen am Ende? Interessant. Benutze die Slots der P-Orgel, um die verborgenen Fähigkeiten deines Charakters zu aktivieren. Rüste Quarz auf der P-Orgel aus, um den entsprechenden Effekt zu erhalten. Wenn du Quarz in jedem der Slots in einer einzigen Gruppe ausrüstest, kannst du den Synergieeffekt der Gruppe erhalten. Jedes Mal, wenn Synergieeffekt von zwei Gruppen aktiviert werden, wird die nächste dieser Phasen freigeschaltet. Du kannst eine größere Vielfalt an Effekten erhalten, wenn du deine Pi-Organe in höhere Phasen bringst. Hey, was soll das heißen? Ah, okay, jetzt kann ich... Das ist wie so ein Skilltree. Phase 1, Phase 2 gibt es 3, 4, 5. Maximal 5 Phasen, wie es aussieht. Pulszellen erhöhen. Erhöht die maximale Anzahl der Pulszellen-Nutzung. Fabelslot hinzufügen. Erhöht überwältigbar Zeitfenster. Ketten ausweichen. Ermöglicht ein weiteres Ausweichen während deiner Ausweichbewegung. Das ist alles geil. Ich will aber mehr davon. So, okay. Jetzt gibt es hier verschiedene Attribute, wie es aussieht. Ladungsüberwältigen Angriff verbessern. Tödlicher Angriff verbessern 1. Fabelkünstler Angriff 1 verbessern. Überwältigdauer erhöhen. Ich würde fast sagen, Fabelkünste verbessern, oder? Wertet den Angriff von Fabelkünsten auf. Tödlichen Angriffen. Mit den Überwältigungsangriff von Ladungsangriff. In die Fabelkünste, ja. Was habe ich denn insgesamt? Ich weiß es gerade gar nicht. Busy, was habe ich auf jeden Fall? Zusätzlicher Ausfallschritt finde ich auch nicht schlecht.
Kritischer Angriff. Wir haben ja noch mehr. Wir haben ja auch noch hier weitere Slots. Blockregeneration, Wiederherstellungsaufwerten, Pulsladung mit tödliche Angriffe verbessern. Schaden bei Entladung verringern. Schaden bei Ausweichen verringern. Ja. Kann ich dann hier noch einen reinmachen und den Synergieeffekt aktivieren? Nicht genug Quarz. Echt? Weiteren Fabelslot. Okay, ich habe den Quarz anscheinend aufgebraucht. Wie viel Quarz habe ich denn noch? Keinen mehr. Tauschmaterialien. Ah, genau, die Legionswaffe. Und hier kann ich das also... Kann ich das also machen an dem Stuhl, ne? Form ändern. Keine gespeicherten Formen auf dem Gerät. Okay. Wir entdecken in diesem Spiel immer neuen Stuff. You can get from City Hall to the factory with the key I just gave you. Ah, er hat also doch den Schlüssel. So, dann holen wir jetzt noch die Legionswaffe. I picked up traces of high powered energy originating far away. That's one mystery solved. Why don't we make a Legion arm with it? Mr. Vanini is the expert when it comes to Legion arms. But I'm pretty sure I can make one. The puppets get fried easily by electricity. If you use an electric Legion arm, it'll make your life easier. Full Minis. Legionswaffe wechseln. Ah, hier. Eine Legionswaffe, die mächtige Elektrizität enthält. Sammelt Elektroblitze und entlädt einen Elektroschock. Blitze werden seit der Antike als Gottes Autorität und Zorn interpretiert. Jetzt steigt Gottes Zorn auf die Erde herab und wird eingesetzt, um stählerne Monster zu vernichten. Geil. Bewegliche Ladung ermöglicht das Bewegen beim Aufladen von Elektroblitz. Die kann man auch verbessern, aber anscheinend kann ich das noch gar nicht aktuell, oder? Looks like zumindest. Bin ich denn jetzt gerade? Achso, gegenüber. Ah. Da kann ich das machen. Gut, dann werde ich nochmal ein Ergo ausgeben und leveln. Das wäre es dann auch erstmal für diese Folge, denn wir sind hier am Ende angelangt. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber macht trotzdem immer noch weiterhin echt so viel Spaß. Ja, und das nächste Mal geht es halt weiter im Rathaus von Grat und unser Vater Geppetto hat uns eine Aufgabe gegeben, und zwar zu Fabrik zu gehen von Venikni und besagten Mann auch zu finden. Ob wir das erfolgreich schaffen werden, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen von Lies of P. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.